Okay? Ja. Los geht's. Kommt, lass uns singen, singen, singen. Kommt, lass uns singen. Klatsch, klatsch, klatsch. Manchmal sind Kinder einen ganzen Tag im Kindergarten. Wo bleiben sie dann mit sich und ihren Bedürfnissen? Und ich versuche, kompensatorisch zu arbeiten. Das heißt, ich versuche, ihnen was anzubieten, wie einen Korb von Obst. Aber welches sie nehmen, das ist ihre Sache. Da mische ich mich nicht ein. Und manchmal verlangen sie auch etwas, was gar nicht im Korb im Moment ist. Und dann muss ich sehen, dass ich das dahin zaubern kann. Im Grunde genommen ist eine ganze Stunde, eine ganze Unterrichtsstunde Improvisation, obwohl ich jede Stunde vorbereite und das auch noch nach 38 Jahren. Ich muss zwischen Musik, Bewegung, Wahrnehmung oder auch dem, was die Kinder gerade beschäftigt, sie möchten nicht neben dem einen sitzen oder nicht neben den anderen, da muss ich halt immer wie ein Jongleur diverse Bälle in der Luft halten. Und das ist meine Improvisation. Also ich habe die Bälle alle im Spiel, aber wie sie kommen und wie das letztendlich abläuft, das weiß ich nicht. Und ich gebe das auch an die Kinder rein, dass die Kinder auch Bälle spielen dürfen. Ich kenne sowas. Ich glaube, das ist eine Banane. Da hängt eine Banane raus aus Silber. Nee. Ich mache einen Viererschritt, wenn ich mit den Kindern arbeite. Das erste ist, es geht über die Wahrnehmung. Ich muss erstmal etwas spüren, sehen, hören, fühlen. Es muss erstmal eine Wahrnehmung da sein, was das Interesse von dem Kind weckt. Wir schauen da einfach mal hoch. Gucken wir uns mal die Blätter an, ja? Sophie, sollen wir mal hochgucken? Schritt zwei ist, das Kind setzt sich damit auseinander. Dadurch, dass es experimentiert, dadurch, dass es das in die Hand nehmen kann und spielen kann und fallen lassen kann und aufheben kann und in den Mund nehmen kann und werfen kann und was weiß ich alles. Dann würde ich mal fallen lassen. Wir können ja mal machen, wir sind der Baum. Und dann... Oh ja, du bist ein großer Baum. Als nächsten Schritt sprechen wir darüber, was ist das? Warum ist das Blatt? Warum hat es hat hier Ecken und da Ecken und das andere hat keine Ecken? Und wo ist der Stiel? Wir gucken genau hin. Das ist ein grünes. Ja, genau. Das ist ein gelbes. Das ist ein rotes. Genau. Das aber wie das heißt. Guck mal hier. Hat mehr Fänge als du. Aber in dem Moment, wo ich etwas wahrnehme, und den Unterschied erkenne, bin ich vielleicht auch schon in der Lage, etwas zu benennen. Ja, das ist klar. Du, da ist ein Loch drin hier in deinem Blatt. Da hat auch eine Raupe. Ja, genau. Okay. Ich habe so, auch mein anderes Blatt. Bei mir sind keine. Oh mein Gott. Schnappen wir uns mal die Blätter. Der vierte Schritt ist, dass man einen Kontext herstellt. Ah, das hat sich so angefühlt wie das und das und das. Ein anderes Kind sagt, ja, und ich habe schon das und das und das erlebt. So dass das, was an Wahrnehmung, an Bewegung, an Exploration durch den Körper, an Austausch mit anderen, an gemeinsamer Sprache, dass sich das vertieft und eine stärkere Struktur entsteht. Und dann kommt der Wind und der pustet noch doller. Und dann fällt eins runter und was passiert dann? Und dann kommt der Wind vielleicht wieder. Oh nein, und pustet meine Zwei hoch. Sind oh. Wow. Jetzt gehe ich mal ans Klavier. Und so muss man sich daran anpassen. Wir müssen lernen, die Wahrnehmung der Kinder genauer zu sehen und mich von den magischen Momenten der Kinder auch einfangen zu lassen. Als Erwachsener hat man immer so seine Stöckchen, wo die immer drüber steigen müssen. Und das brauchen Kinder eigentlich gar nicht. Die sind von sich aus, wenn wir ihnen das auch zutrauen, haben die das alles. Und wenn etwas laut ist, vielleicht ist es ihnen noch nicht laut genug. Wenn es für einen zu laut ist, dann muss der das jetzt nicht haben. Aber für manche muss es einfach laut sein. Und es ist für Erwachsene nervig. Ja, das stimmt. Aber erst wenn ich etwas laut gemacht habe,
bin ich auch offen für andere Sachen. Wer weiß, was da noch alles mit dem ganzen Lärm raus musste. Ja, dann muss das eben mal raus. Es ist nicht immer schön, was man sich so denkt, aber es ist wichtig. Was bist du für ein Wind? Ein Raschelwind. Ein Raschelwind, okay, Raschelwind.